Wir bewegen uns da wie Schnecken auf die Frauen zu, ja, weil das so gewollt ist, ja, wie Schnecken, hey, ho. Oh, 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 oh. Wir wedeln das Kleidchen hin und her. Es bringt so viel Spaß. Das war's. Es hat Spaß gemacht, Zeit nach Hause zu gehen, ja. Das denke ich mir auch. Puh. Gottes Willen, das war anstrengend. Das war nicht so dolle. Also, die Performance hier, ey. Naja. Ich glaube, dann haben wir soweit alles. Gehen wir uns wieder hin. Machen wieder Haya-Bubu. Ja, wir gehen ins Bettchen. Kleinviech macht auch Mist. 3000 immerhin wieder, ne? So. Gucken. Leben vom Land. Willkommen, Leben vom Land. Hier sind die wieder ein oder andere Tipps für die Spitzenohren. Ich würde gerne über die berühmte Abenteuergilde in der Nähe von Berlin reden. Das ist ein Bildungsprogramm für jeden, der sich für die Monsterjagd in den Himmel wagt. Andere halten mächtigen Schienen für sie möglichst viele Monster. Dort hängt auch ein Poster mit weiteren Einzelheiten. Ziemlich cool. Achso. Die Geister sind heute leicht verstört, dass sie. Oh Gott. Sie auch irgendwann mal gut gelaunt, die Geister. Meine Güte, du ey. Ist ja schlimm hier. Ja, nur genervt. Oh. Kiefern-Thea, warte mal. Das war irgendwo abzugeben. Eichenholz. Eichenharz. Kiefern-Thea nicht. Scheint doch nicht so gewesen zu sein. So ein Mist aber auch hier. Ja. Naja, gut. Schau's an, da sind die Kartoffeln fertig alle. Nee, Knoblauch ist da. Weg damit hier. Ja, gieß nochmal. Erdbeere. Braumütter, der hier immer, dass es irgendwie nicht geklappt hat, ne? Und ich verstehe nicht warum, das ist doch immer gegossen worden von mir. Ne? Immer. Mann. Warum denn? Verstehe ich nicht. Ich habe so viel Liebe reingesteckt. Ja, viel, ach, wahrscheinlich Wauzi, bist du da rübergegangen, was er raufgepullert? Ne? Du, das macht man nicht. Nein, nicht umgießen. Mensch. Hä? Ist er noch da, das Stroh? Gar nicht verbraucht? Okay. Ist aber auch selten. So, gekostet hatten wir alles. Hier drüben kann das meiste schon mal weg. Das kann weg, das kann weg. Das, glaube ich, kann auch weg. Erdbeeren könnten wir Erdbeermarmelade draus machen. Haben wir noch was? Hier kommt erstmal die Erdbeere rein. Also ich persönlich mag sowieso die braunen Eier lieber als die weißen Eier. Aber es ist Geschmackssache, denke ich mal. Aber ich mag die wirklich lieber. Jo, ist alles gut, du. Bin ja auf dem Weg, du. Ja, ich hab
euch ganz doll lieb. Nein, ich möchte rein. Danke. Hier ist auch der Stroh noch da. Okay. Das wundert mich jetzt ja sehr. Glücklich. Ich weiß das doch, meine Damen. Wenn ihr glücklich seid, bin ich das doch auch. Ne? In einem Tag müsste eigentlich das nächste fertig sein hier. So, das war's. Hartholz ist immer noch echt das Problem. Eine Fältchen erstmal weg, das wächst neu. Ich weiß eine Ecke, wo es immer Hartholz geben kann. Ich weiß, ob sie jeden Tag da ist, das glaube ich nicht. Ich frage mich immer, was diese Blumen, da wollte ich von euch auch mal drauf rumhacken. Darf ich nicht. Ne. Kein Hartholz da. So eine Sauerei aber auch. Ich habe am Anfang das Hartholz auch mal verkauft, ne? Das ist echt doof gewesen, ey. Echt doof von mir gewesen. Nicht gegen den Busch laufen. Tue ich gar nichts, Vögel. Ich bin doch nicht rum hier. Gut, dann werden wir es nochmal hinlegen. Und gucken. Was da guckt. Nein, gucken. Ich hab den Faden verloren. Morgen muss eigentlich wieder was fertig sein. Die Tulpen nicht, aber was anderes. Warte mal, wir hatten noch. Blau, Blau und Tulpen. Das ist hier Blau und Ding. Ach, ich hab schon wieder den Krug dabei. Ich Idiot. Ich muss die Truhe draußen fast schon eher hinstellen. So. Ja, ich möchte ins Bettchen gehen. Natürlich. Sonst will ich doch nicht hinlegen. Geld haben wir gemacht. 3000. Bombe. Passt. Fujigato. Tag 26. Ja. Hoppaldi hopp. Geistergeräusche. Super. Und es regnet. Das heißt, wir müssen nicht gießen. Auch gut. Noch mal ins Fernsehen, baut sich sowieso hier drin. Wahrsager. Die Geister sind heute gut drauf. Ich denke, du wirst ein wenig extra Glück haben. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. So, aber trotzdem ist noch außen Regen. Leider. Oh Gott. So, wieder ein Diamant mehr. Das ist immer noch so. Soweit okay. Achso, da müssen wir noch was reinmachen. Gucken hier. So. Ist noch nichts fertig, ne? Nein, doch nicht. Noch ein Tag. Okay. Das ist da oben im Gras. Das dürfte mich sehr, dass es dazwischen ist. Da muss man wahrscheinlich wirklich eigentlich dazwischen. Ich habe da Steinwege. Gucken wir mal, ob das geht. Ich habe noch einen Steinwege. Ich glaube, da muss ich bestimmt erst die Dinger bewerten. Kann ich sogar hier drin machen. Mhm. Ach, Mist. Geht jetzt nicht. Doof. Okay. So, ihr habt doch bestimmt hier rein, was ihr macht. Da kann man nur die Augen zu machen. Du da, du da. Du da, du da, ey. Oh. Genau, das war nicht. Eigentlich ist es gut, wenn man Essen in der Hand hat. Dann kommt nicht schon mal die Dose da. Na, oh, toll, ich hab doch hier bei. Was ist das denn? Hä?
bekommen? Zweimal Milch? Nee. Gut. Noch nicht? Also, wenn etwas nicht gut geht, dann müsst ihr es mir sagen, dann reden wir drüber, ne? Ganz einfach, gar kein Problem. Halt, verkaufen. Hinterher. Machen wir so. Ich wollte eigentlich gerne mal gucken, dass sie ein Felder für dich werden. Ja, komm, hopp. Ja, das gibt jetzt nicht ganz so viel. Gerade mal 300 hier. Naja, Geld ist Geld, man beschwert sich da nicht drüber. Na, gib mal. Inventar voll wird. Ach, weil es halt unterschiedliche sind. Gott. Hilfe. Ja, ist er doch gewachsen, Ecke. Okay. War klar, dass mein Inventar wieder voll geht. So. So. Achso, wir müssen ja noch gießen, ne? Schnell. Das ist wieder relativ flott hier alles. Junge. Das ist schon in die richtige Richtung machen hier. So, meine Mädelschens, was habt ihr denn hier Schönes gemacht? Ja, die machen gerade nicht mehr ganz so viele Eier, sehe ich gerade. Die haben wohl ein bisschen was auf. Denen geht's wohl nicht so gut. Sag ich mal so. Das wird wahrscheinlich da hinten nicht anders aussehen mit der Milch. Hm. Doof. Stück auf jeden Fall schon mal, ja. Oh ne, doch. Na gut, ja, dafür den letzten Tag, das haben sie nicht so gut. So. Das ist auch schon mal gut. So, da liegt ein so, da la. Da. Dann verkaufen wir es auch eben schnell. Ach so, wir hatten natürlich auch da draußen wieder
nur Saatgut herstellen können. Ne? Also holen uns irgendwann mal Saatgut, ganz ehrlich. Fertig ist die Wurst hier. Hatte ich hier überhaupt reingeguckt, ob es was gibt? Gut. So, liebe Freunde, das war's dann aber auch für heute. Wir haben wieder ein bisschen was geschafft. Es ging ein bisschen schneller, ihr wisst, also gesehen habt, genau aus diesem Grund einfach, damit man einfach mal ein bisschen schneller vorankommt in Sachen Hofarbeit, ne? Damit wir endlich mal ein bisschen Level aufsteigen hier. Also, wie ich sehe, haben wir gerade den Qualitätssprinkler bekommen. Das ist super. Und eine Käsepresse sogar. Neues Rezept. Wahrscheinlich aus Milch. Ja, supi. Warum auch nicht? Hartholzzaun. Auch gut. Hackeneffektivität. Gießgasseneffektivität. Auch klasse auf jeden Fall. Klasse, supi. Brauchen wir auch so. Ne? Noch ein paar Level und dann sind wir hier richtig gute eingefleischte Bauer hier bei Sternentautal, bei Stardew Valley. Ja, was hoffe ich, es hat euch Spaß gemacht. Ihr habt gesehen, was mein Ziel war und es wird so weitergehen auf jeden Fall, dass wir auch ein bisschen da weiterkommen. Mir hat es auf jeden Fall großen Spaß gemacht, aber auch die Tiere, es läuft so langsam, wir kriegen ein bisschen Geld wieder rein, wir müssen wahrscheinlich noch ein bisschen investieren, wir brauchen dann wieder Saatgut, das werden wir aber in den Sommer rein verschieben, das heißt, da wird das schon irgendwie alles klappen. Ich danke euch fürs Zuschauen, ich danke euch für eure Treue, für Abos, für Likes, für Kommentare, für alles, was dazugehört. Wir sehen uns in Livestreams, habt einen schönen Tag oder Abend, bis dann, ciao, ciao.